Hören lassen heute. Also das erste Teilstück von Storlien nach Fjellnäs, das ist jetzt geschafft, weil das da unten, die paar Häuslein am Wasser, insbesondere das letzte davon, da ganz hinten, das ist Fjellnäs und man kommt irgendwo von da hinten, also da, wo es weit oben ist, ja, vielleicht da, und dann geht man da rüber und dann kommt man irgendwann den Hang runter und, den Hang runter und landet da. So, und jetzt ist da ganz miserabelst ausgeschildert, so gut wie überhaupt nicht quasi, wo der Kungsleden weitergeht. Und wenn man der Karte folgt und dem nächsten Weg folgt, dann soll man angeblich diesen See queren. Da soll es angeblich eine Furt geben. Also wo diese verdammte Furt sein soll, ist mir ein Rätsel. Davon abgesehen habe ich gerade absolut nicht die richtige Jahreszeit, um irgendwas zu furten, was größer ist als ein kleines Bächlein. Die sind ja jetzt schon reißende Flüsse. Also das war keine Option. Und hilfreicherweise hat dann der Reiseführer darauf hingewiesen, man möge dem Straßenverlauf 3 Kilometer folgen. Keine Ahnung, wo das jetzt genau gewesen ist. Dann gibt's da ein paar Garagen, habe ich auch gefunden. Bei den Garagen soll man rechts abbiegen. Da gibt's eine Brücke über diesen Fluss, der aus diesem See mündet. Und dann führt eine Schotterstraße hier hoch. Und tatsächlich, dem ist so. Man kann sie, ja, hier kann man sie erahnen. Die verläuft da und irgendwann kreuzt sich dann diese Schotterstraße wieder mit dem Kungsleden. Und ich bin jetzt heilfroh, dass ich nach einigen hin und her irren und suchen und nicht wissen wo und Karte gucken und Weg nicht drauf, endlich den Kungsleden wieder gefunden habe. Zum Beispiel diese Straße, die ist auf der Karte auch nur teilweise eingezeichnet, weil irgendwelche anderen Sachen drüber liegen. Irgendwelche Schneemobilstraßen oder Spuren, Skispuren und so weiter und so fort. Deshalb ist es sauschwierig, diese Straße überhaupt zu entdecken. Und außerdem ist die Brücke, mit der die Straße beginnt, nicht eingezeichnet. Aus welchem Grund auch immer. Das hat alles für ein wenig Verwirrung gesorgt, aber jetzt bin ich hier, habe hier ein einigermaßen ebenes Fleckchen Boden gefunden. Was Besseres gibt es wohl hier gerade nicht. Nee, so auf die Schnelle finde ich gerade nichts anderes. Aber das wird okay sein. Da, wo ich hocke, ist auch noch gerade ziemlich eben. Das kann ich auch noch mitnutzen. Und ja, dann werde ich mein Zelt jetzt aufstellen und habe die Schnauze voll. War heute eh nicht so fit. Aber jetzt bin ich dann doch froh, dass ich jetzt den ersten Abschnitt, also für mich, für meine Tour jetzt, die erste Hälfte, und die war kilometertechnisch durchaus noch ein bisschen größer, jetzt soweit fertig habe. Heute ist Tag 7, morgen ist dann Tag 8. Das heißt, ich bin eigentlich noch genau im Zeitplan. Genau 7 Tage mit einem Ruhetag, das habe ich immer mit diesem Hütten-Ding da kombiniert, waren für den Teil da veranschlagt. Und weitere, naja, theoretisch nochmal 6 Tage sind für den Teil jetzt veranschlagt. Ob ich da wirklich 6 Tage brauchen werde, weiß ich noch nicht.
ich wäre auch nicht böse, wenn ich auf meinen Ruhetag verzichte und das irgendwie sonst so schaffe, dass ich am fünften Tag dann schon quasi kurz vorm Ziel bin und am sechsten Tag nur noch runterlaufen muss, um da den Bus zu nehmen und nach Mora zu fahren. Mora haben jetzt garantiert ganz viele Leute schon mal gehört. Ja, das ist tatsächlich auch der Ort, wo die entsprechenden Messer herkommen. Und von da ging es weiter nach Stockholm. Und in Mora gibt es einen großen Vorteil, den es hier in der ganzen Region sonst nicht gibt, zur aktuellen Jahreszeit. Man kann da Nahrungsmittel kaufen. Und da ich ja ursprünglich davon ausgegangen bin, dass irgendeine Hütte schon einen Nahrungsverkauf offen haben wird, was ja jetzt nicht der Fall ist, habe ich nämlich meinen Proviant ein kleines bisschen knapp kalkuliert. Also es reicht, aber dann habe ich wirklich den letzten Krümel aufgefressen, wenn ich einen Tag 13, also insgesamt Tag 13, noch als Wandertag brauche. Dann habe ich den allerletzten Krümel aufgefressen und das funktioniert auch nur deswegen, weil ich dieses eine Päckchen Kartoffelbrei mir geschnorrt habe und eben in der Rasthütte noch eine Packung Dextro Energy gefunden habe. Die habe ich inzwischen schon gefuttert, aber dafür habe ich jetzt nicht ein Päckchen Erdnüsse futtern müssen, was mir jetzt weiterhin zur Verfügung steht. Und also diese beiden Kleinigkeiten in Anführungszeichen, die sind tatsächlich das, was es rausreißt, dass mir der Proviant bis zum Schluss reichen sollte. Also ja, es reicht tatsächlich, sonst muss ich halt Energy 5 futtern, also diese Weizenriegel. Das ist dann kulinarisch jetzt nicht mehr besonders, sagen wir mal, anspruchsvoll, aber gehen tut das auch noch. Also verhungern muss ich in keinem Fall, das wäre sowieso nicht möglich, dafür habe ich immer noch genug Speckreserve. Gut, aber jetzt baue ich mein Zelt auf. Das soll jetzt vielleicht schon die Abendansprache gewesen sein. Ich glaube, ich habe dann keine Lust mehr, wenn ich im Zelt liege. Dann bin ich fertig. Es ist zwar erst 7:15, aber trotzdem, mir reicht's. Eigentlich ist immer so 8 die kalkulierte Zeit, wo ich ankommen möchte und Zelt aufbauen. Aber jetzt langt's mir wirklich. Und der Buckel, den ich jetzt gerade nochmal hoch bin, der hatte es in sich. Okay, so viel dazu. Okay, also hier erreiche ich jetzt einen Punkt mit hervorragender Aussicht, um nochmal nachzuvollziehen, wo man eigentlich hergekommen ist. Die Berge da hinten, die da. Das ist das Hellachsgebiet. Hellachsfjellen heißt hier auf dem Schild. Hellachsfjellet, das ist das dritte von unten. Das sind die da hinten, die man da gerade noch so sehen kann. Und an denen bin ich, ja, vorgestern inzwischen, bin ich da noch direkt dran vorbeigelaufen. Das war das mit der Hütte, in der ich begeisterterweise noch ein paar Kekse gefunden habe. Das scheint mir schon ewig lange her zu sein. Ist es ja eigentlich durchaus auch schon ein Weilchen. Und trotzdem, irgendwie habe ich doch auch wieder das Gefühl, da war ich gerade erst. Wie gesagt, die Berge da ganz hinten. Da auf der anderen Seite, wohlgemerkt, auf der anderen Seite, da war diese Station. Und da habe ich ja dann nicht Stopp gemacht und hatte mich noch überredet, tatsächlich noch ein bisschen weiter zu gehen. Bin dann da auch drüber, über den Pass am Hellachs und hatte da die bisher schönste Aussicht dieser Tour. Hier ist die Aussicht ähnlich gut. Nochmal zur Orientierung, ich bin dann da runtergekommen. Also bei diesen letzten Gebäuden, upsa, die man da am See noch erkennen kann, zoomen wir mal hin. Ja, da bin ich runtergekommen und habe mich halt quasi diesen Hang, runtergearbeitet. Und hier ist noch eine fette Hochebene dazwischen, zwischen eben dem Hellachs-Dingens. Dazwischen waren ja noch zwei große Bachläufe. Einen musste ich queren, einer hatte eine Brücke. Und diese letzte Hochebene, die habe ich gestern überquert. Also das sieht weiter aus, als es ist. Das war jetzt schon einiges an Arbeit, um von da hinten hierher zu kommen und vor allen Dingen jetzt auch hier wieder hochzukommen, war auch nicht ganz einfach. Das ist wirklich was, was auf dem südlichen Kungsleden toller ist als auf dem nördlichen. Steht da so zumindest in meinem Buch. Auf dem nördlichen war ich ja nur bisher ein ganz, ganz kurzes Stück vor vielen Jahren. Ist diese Weite, dass man halt einfach so diesen Überblick bekommt, wo man herkommt. Diese enorme Sichtweite, die man hier genießen kann. Und diese weiten Panoramen.
leider sind so weite Panoramen halt eben nur was für denjenigen, der da auch wirklich steht. Das ist zum Fotografieren oder zum Filmen gar nicht so praktisch, macht nicht so viel Sinn, weil es gehört zu sowas einfach noch dazu, dass man hier auch wirklich steht, hier wirklich hochgelaufen ist und man den Wind, den ihr in der Kamera zwar dauernd hört, eben auch spürt und genau, also eben das Gefühl dazu kriegt. Sowas, so eine Aussicht, das muss man mit allen fünf Sinnen erleben. Da reicht einfach Sehen auf einer Kamera hinten und vorne nicht aus. Das ist einfach einmalig, wenn man dann auf sowas hochgestiegen ist. Insbesondere nach so vielen Tagen, die man sich hier durch die Gegend quält, weil es ist halt schon nicht immer einfach und es macht auch nicht immer Spaß. Aber dann ist sowas, da vergisst man dann wieder, was man hier eigentlich auch an Entbehrungen erleiden musste. Und dann ist es wieder toll. Und dann weiß ich auch wieder, warum ich eigentlich hier bin.